Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Lass die Gießkanne wackeln. Heute mit unserem Angler Timo, Sascha, Was geht? Namt. mit unserem Headcrab, Crabbity Crabster, Ästhetik. Ich habe gerade überlegt, welche Geräusche die machen, aber die machen gar keine Geräusche. Und mit mir, ich bin auch heute im Headcrab-Style unterwegs. Partnerlook. Ja, Mensch, Das hier ist so, warte, Ästhetik, ich weiß nicht, ob wir nebeneinander sind, aber können wir hier so. Wie geht denn das nochmal hier so? Nein, das Ich ist bin bei mir unter links dir, du von dir. Kasper. Bei mir wird es aus. Fuck Naja. macht ihr? Lasst es sein, Seitenverkehr lasst es sein, bitte. Scheiße. Ja, gut. Wir sind zurück auf dem Weg, den die unsere Bin Kameraden. übrigens auch da. Ja, aber. Hä, ich hab doch gesagt, mit unserem Gießkannen. Nein. Okay, dann mit Nein, unserem. also ich. Mit unserem. Mit unserer langen Gießkanne Storm. Er ist so beleidigt. Toll gemacht. Toller Game Master. So kümmert er Das. sich um seine Spieler. Ja, ich glaube, ich muss meinen Headcrab wieder abziehen, sonst höre ich euch nicht reden richtig. Dann ist auch scheiße warm hier unter dem Teamboot. Okay, ja, dann ziehen wir die mal ganz kurz ab, okay? Nein, Danke, jetzt würde ziehe ich ich das das so durch. ruinieren, ey. Okay, never mind. Oh, Luft am Kopf. Alter. Okay, jetzt. Aber so rum geht's. Ey, war das mal der Move? Warte, man kann eine Mütze über das Headset setzen? Nee. So, Das gut, sieht dass voll wir da auch scheiße so. aus mit dir. Voll das smarte Move. Warte mal. Ja, auf jeden Fall, unsere Helden sind jetzt ein bisschen am Waldrand entlang gelaufen. Und sind halt wirklich, dadurch, dass sie halt am Waldrand entlang gelaufen sind, laufen sie halt wirklich so einen kleinen Bogen halt und laufen jetzt geradewegs auf den Rauch zu. Das Rauch. Zwischendrin kommt immer mal wieder Windstoß und leitet euch so ein bisschen in die Richtung. Und es. Ich hatte von Anfang an recht mit dem Rauch. Seht ihr mal? Hättet ihr auf Und mich gehört. Storm hört immer mal wieder die leichte Stimme in seinen Ohren. Ihr müsst hier entlang. Ein Ludwig. Geräusch. Ich weiß. Und ich Macht er richte wieder immer die so. Augen dabei zu? Aber ich laufe dabei und folge dem Wind. Ich möchte ihn wieder anstupsen und sagen, hey, nicht schlafen. Immer wenn er so die Augen kurz zumacht, um mit denen zu reden. So, hey! Hey Opa, hey Opa, nicht Weißt schlafen. du, auf der Straße wird nicht geschlafen. Ne? Ich Kann man in der hoffe. Leitplanke hängen bleiben. Genau. Ja, ihr lauft doch ein ganzes Stückchen und kommt dann schlussendlich an. Also ihr seht in weiter Ferne, wie sich der Wald links von euch langsam, aber sicher lichtet. Also er wird ein bisschen geringer. Und dann seht ihr einfach, wie zwei wirklich, wirklich riesige Tor, also wie ein wirklich riesiger Torbogen mehr oder weniger sich vor euch öffnet. Also ihr lauft halt drauf zu und ihr seht einfach einen großen Torbogen. Und ja, mit einem Gitter, das runtergelassen ist und vier Personen wachen vor der Tür. Essatur hat das nicht gewusst, dass da was ist. Okay. Freunde, wir Du sind hast die endlich Natur nicht danach angekommen. gefragt? Ich habe nach der Hauptstadt gefragt. Ja, aber die hat Nach der nicht gefragt. Menschenstadt habe ich Und ich gefragt. ziehe Ist die ja egal, die Kapuze sind noch mal da. ein Stückchen runter. Ich habe Gott überlegt, ob ich total behindert sein soll. Ich hab's gelassen. Was macht ihr? Willkommen als Verbrecher! Weil ich bin ja nicht so dumm, also deswegen. Hey. Nee, nee, ich meine, damit so. Sowas halt, sowas würde ich nicht machen. Hallo! Das ist ja voll der Smarte. Also, als die Wachen sehen, dass ihr näher kommt, ihr lauft ja wahrscheinlich weiter, oder? Sehe ich das richtig? Oder bleibt ihr stehen, als ihr das Tor seht? Ich kann mir nichts anhängen Sehen lassen, wir ich nur habe das nichts Tor mit den verbrochen. Wachen? Keine Leute auf der Straße da, solange Also, wir. um euch das kurz zu beschreiben, ihr lauft jetzt gerade den Weg. Wenn ihr euch wirklich vorstellt, das, was ihr jetzt seht, wenn ihr den Weg einfach entlang schaut, ist dieses große Tor, das ihr jetzt in weiter Ferne seht. Ihr erkennt, dass Wachen davor stehen. Es sind jetzt vier Stück an der Zahl auf jeder Seite. Und ihr erkennt, dass der Torbogen geht halt nach links und rechts, geht halt in die Mauer. Die Mauer führt in den Wald hinein, aus dem ihr theoretisch gekommen seid, weil ihr ja um ihn rumgelaufen seid. Die andere führt in die andere Richtung. Dadurch, dass ihr halt diesen Halbbogen um den Wald gemacht habt, habt ihr die Mauer vorher nicht gesehen. Nur den Rauch, der etwas hinter der Mauer, also schon ein ganzes Stückchen hinter der Mauer hochzusteigen scheint. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, ist, dass sich halt der Wald
ein wenig lichtet zu dem Zeitpunkt. Also ihr seht, dass hinter dem Ding sind keine Dinge. Ja, bitte, keine Bäume mehr, wird. Wirklich. Wie gut sind die Wachen gepanzert? Volle Ausrüstung. Also es ist also wirklich so Wachen. Wie es sind Wachen, Wachen. War das der Wald? Derselbe Wald, in dem Frederik theoretisch verschollen ist? Wovon redest du? Ich weiß nicht. Du weißt davon nicht. Aber wir haben ja keine Dings gesehen, keine Hufspuren von den Pferden. Ich weiß, was also Sascha hat die zumindest nicht gesehen. Aber dann, das heißt, entweder ist es nicht der Wald oder wir haben Zeitsprung, wir leben in der Vergangenheit ein paar Tage. Und also die Rico ist halt ein paar Tage vor. Oder ihr seid einfach an einer anderen Stelle in den Wald reingegangen. Aber ich Standbild komm, das war bei der Trampelfahrt, wo die durchgelaufen sein mussten. Oh, hab ich Standbild? Okay. Ja, jetzt nicht mehr. Das war bei mir gerade Standbild. Ganz kurz, ja. Okay, aber sorry. Ja, okay, also wir wissen ja nicht, was wir wissen. So, ist doof gesagt. Halt, wir wissen ja eigentlich überlegen. Nicht, was wir wissen. Einmal ganz kurz out of character. Wir waren doch eigentlich nur eine Escort-Gruppe, um zur Hauptstadt zu kommen. Jeder von uns hatte seine eigenen Absichten, in die Hauptstadt zu gehen, oder? Ich hoffe, die stehen auf deinem Charakter-Sheet. Im Endeffekt, ja. Ja, also, ist ich richtig. Ich weiß ja jetzt, was ich vorhab. Meine Pläne haben sich tatsächlich geändert. Okay. Ursprünglicher Plan war nicht so edel. Aber dazu mal irgendwann mal. Das ist vollkommen richtig. Dass euer ursprünglicher Plan ist, einfach nur zur Hauptstadt zu kommen. Gut, dann. Ja, aber ich hatte ja ursprüngliche Pläne im Kopf. Wir haben es geschafft. Endlich. Freunde, unsere Reise nähert sich dem Ende. Ah, Freunde, unsere Reise endet sich. Freunde. Ich hoffe, wir können Brieffreunde bleiben. Gut, das war's dann, Jungs. Auf Wiedersehen. Ich schon abgestochen. Lass uns noch in die Stadt reingehen und gemeinsam einheben. Auf die schöne gemeinsame Zeit. Ja, super schön. Ne? Okay. Ja, bin ich dabei. Ich hab den Rauch gefunden. Während ihr wieder weiterhin auf das große Tor zulauft, was ihr immer noch macht wahrscheinlich, oder? No. Ja, würde ich sagen. Öffnet sich das Tor, also dieses Gitter mehr oder weniger öffnet sich wirklich. Also, ich weiß, was passiert. Es ist wirklich groß und hoch. Das Gitter öffnet sich und ihr seht, wie ein Wagen rausfährt, wo ein Pferd vorne dran hängt. Und hinten drauf als Kutscher ist ein richtig alter Typ. Und der gibt halt Hartgas, also richtig, richtig Hartgas. Hinten drin seht ihr einen Käfig, der relativ klein und eng ist. Kenn ich den? Ich muss fragen. Erkennen wir was, wenn sie gleich vorbeifahren, ist die wichtige Frage. Ja, meine Frage war, jetzt lasst mich doch erstmal fertig erzählen. Und ihr seht halt, wie dieser Wagen halt voll auf euch zuprescht hier, weil natürlich auf dem Weg entlang. Und hinten drauf ist halt dieser Käfig, den ich ja schon beschrieben habe, ein bisschen klein. Und da ist halt eine Person drin. Und als also der Wagen prescht gerade volle Kanne auf euch zuerst mal. Reaktion. Loom. Ja. Loom. Ja. Bin ich dem Pferd jetzt Beinchen? Ich glaube, das bricht dir das Beinchen. Ja, glaube ich auch. Sie überrennt ihn einfach. Okay, Ende der Geschichte. Oh, ich überlege, ob ich noch was mit meinem Stock mache. Nee, ich gehe einfach aus dem Weg. Das ist das Klügste. Ich gehe aus dem Weg. Reiner. Aber erkenne ich ihn, den Kutscher. Nein, du kennst den Kutscher nicht. Das sagt er ja, wenn er gleich vorbeifährt. Wir gucken doch alle dahin. Ist doch logisch. Ja, aber es war halt eine Frage, ich bin halt sehr alt. Ja, deswegen hast du einen viel besseren Blick als wir, ne? Ja, also deswegen Quatsch, Reiner, du gehst auch aus dem Weg. Go. Ja. Das gibt's. Okay, ihr hört also wie der Kutscher immer weiter auf euch zurennt und schreit, aus dem Weg, ich muss hier Exorzismus und alles mögliche. Und Exorzismus. Ja, und auf jeden Fall hört ihr halt, als der Wagen an euch vorbeirennt, eine wohlbekannte Stimme in euren Ohren, die schreit. Okay, jetzt muss ich... Ich würde hier gerne was einblenden, aber... Hier ist der reichste Dialekt, mal. Bitte. Nein. Hört ihr aus dem Wagen auf so. Nein, dann so ein Hilfe! Und ihr erkennt die Stimme. Das muss Rico sehen, ey. Rico, es tut mir leid, ich kann deine Stimme nicht richtig nachmachen. Wie hieß sie nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Amira, genau. Ich hab sie lange nicht mehr gehört. Ihr erkennt alle, dass es Amira ist. Okay. Hatte ich jetzt eigentlich noch den Nachteil, dass ich sauer auf sie bin? Weiß es gar nicht mehr. Sie war, glaube ich, hauptsächlich sauer auf dich. Ich weiß, dass ich den hatte, aber der ist wegradiert worden. Der ist auch weg.
Der ist weg, ist okay. Das ist Lady Amira da in diesem Wagen. Aber sie hat bei meinem Gefühlspentagramm, was ich hier aufgemalt habe, immer noch ein Minus, auf jeden Fall. Sie ist nicht im positiven Bereich. Ja, also auch wenn sie in der Hauptstadt. Auch wenn sie jetzt kein Todfeind ist, bin ich immer noch eher so, Ihr erkennt erstmal, dass es Amira ist. Das ist das Wichtige. Wir können den Wagen nicht aufhalten. Als ob wir da hinterherkommen. Ich bin jetzt in der Hauptstadt, jetzt gehe ich nicht wieder in den Wald rein. Also ist der jetzt schon an uns vorbeigefahren? Ja. Ich winke. Hallo! Also wenn ihr es euch vorstellt, ihr steht jetzt hier, circa. Und der Wagen ist halt jetzt gerade an euch vorbeigefahren und fährt jetzt die Straße entlang. Also er ist irgendwo hier, wo ihr dann schaltet und sagt, okay, hey, das war ja Amira. Hallo Frau, dessen Namen ich immer noch nicht kenne. Ja, winke stimmt. Ihr. Vielleicht sieht sie ja, wie ich winke. Möchte, dass sie sieht, wie ich winke. Oh, Rainer, das war sie winkt zurück. Amira. Nicht. Wir haben sie damals in der Taverne zuletzt gesehen. Als sie Ach, Amira hieß sie. Mit diesem Frederik, oder wie er hieß. Frederik. Ich ja gar nicht. Mit G. Ich krieg direkt einen glasigen Blick, als ich den Namen höre. Aber der Typ sah ganz anders aus, dieser Kutscher. Der hat was von Exorzismus geschrien. Blum. Oh, Exorzismus. Als du den Namen hörst. Stuff. Ein brennender Hass bohrt sich durch mich durch. Das sind schon der richtig harte Stuff. Als du den Namen hörst, Loom, ja. Hast du das Gefühl, das Bedürfnis, Frederik zu töten, was du ja so oder so hast, ja, wahrscheinlich. Natürlich. Und du denkst, dass Amira weiß, wo er ist. Willst du uns mit ihm weglocken von der Stadt? Gerade angekommen. Oh Mann, es wäre aber. Ich bin halt doof, Mann. Es wäre nicht smart. Mann, ich muss doch wenigstens Vorräte auffüllen. Ich glaube, weil ich doof bin, ich rette das jetzt, weil ich doof bin, glaube ich, dass ich die Wachen fragen kann oder einen Priester, weil er was von Exorzismus geredet hat, wo die hingefahren sind. Kannst du machen. Was sagen denn die anderen? Also das denkst du jetzt natürlich. Was ja. Dass ich jetzt nicht hinterher renne, direkt will ich damit erreichen. Ja, ja, das ist okay. Das hätte ich eigentlich auch nicht erwartet, dass du das machst, ehrlich gesagt. So dumm hätte ich dich nicht eingeschätzt, weil du weißt, dass du nicht schnell genug bist, einer Kutsche hinterher zu rennen. Keiner von uns. Ja. Das ist nämlich der Punkt, weshalb wir verwandeln uns in Gepard. Was ist ein Gepard? Oder ein Drachen. Ich kann nur einen von uns verwandeln. Deswegen ein Drachen. Aber, nee, ich denke, es ist... dann endet es wieder so wie in der Höhle, dass du dich in ein Schwein verwandelst und sie tritt dich zusammen. Aber das Ding ist, ich habe halt mit dir jetzt auch nicht gerade die krassesten Erfahrungen gemacht. Wir haben uns in der Höhle kennengelernt, sie hat mich getreten, ja, das war ein Versehen. Aber auch in der Taverne hatten wir jetzt nicht gerade das Verhältnis und sowas. Ja. Weiß nicht. Könntest du jetzt als schlampig empfinden oder als wow, cool. Es schnell nackt in die Taverne runterrennt von oben. Ja. Ist schon schlampig, wenn ich so sehe. Ja, aber dein Charakter. Als ob du das noch nie gemacht hättest. Nackt in die Taverne zu rennen. Ja, aber ich komme mir so oder so nicht hinterher. Selbst wenn Ludwigs Nachteil mit den Frauen oder Vorteil das so sehen würde, aber ich würde da auch nicht hinterherkommen. So smart bin ich dann auch noch. Ja, ja. Keiner. Exorzismus, Magik. Gruppenanführer. Ja, erstmal bin ich natürlich verwundert darüber, dass sie warum Amira überhaupt schon in der Hauptstadt war, warum sie jetzt in einem Käfig von der Hauptstadt weggerissen wird, so quasi. Exorzismus. Und was Amira mit einem Exorzismus am Hut hat. Ein Dämon. Wir haben doch diesen Dämon in der Spinne besiegt. Und vielleicht ist der Dämon in sie eingekehrt und nun rettet ein weiser Magier, Priester sie in einer Exorzismus-Stätte. Voll rassistisch, vielleicht ist er schwarz. Ein Weiser. Weiser, nicht Exorzismus. Ich weiß. Oh Gott. Ah. Ich denke, wir sollten mit den ortsansässigen Wachen oder Priester mal reden, ob sie was wissen eine über... Idee. Ich würde mich in die Magiergilde begeben. Es ist eine clevere Idee. Ich würde mich in die Magiergilde begeben und dort nachfragen. Wohin willst du gehen, in die Magiergilde? Das wäre meine Idee, weil Magier... Ich wollte sowieso so oder so dahin. Ja, also, dann... Jetzt habe ich zwei Gründe. Dann redet miteinander und macht das. Ich kannte die. Ich weiß ihren Namen nicht. Aber ich kannte sie. Ich habe ihr gewunken, habt ihr vielleicht Amira gesehen. Das war Lady Amira aus der Höhle. Die könnte wissen, wo Frederik ist. Das ist korrekt, aber wir wissen nicht, wo die hinreiten. Will Frederik finden. Weil dann wärst, wir sollten uns in der Stadt durchfragen. Das ist richtig.
Ich habe auch schon überlegt, Priester und Wachen zu fragen. Wobei Wachen macht vielleicht der gute Rainer und ich frag Priester. Und ich werde in die Magiergilde gehen und dort nachfragen. Aber lass uns doch erstmal in die Taverne gehen einheben. Ja, da geht's immer besser, aber damit wir auch einen Punkt haben, wo wir uns treffen können. Das ist okay. Das ist ein Spot, weißt du, so. Das war die klügste Idee, die du jemals hattest. Ich hab's dir gespeichert. Ja. Okay. Vielleicht sollten wir mal mit den Wachen reden gehen jetzt. Oder mal versuchen, vielleicht lassen die uns ja einfach durch. Magst du vielleicht vorgehen? Natürlich. Lasst uns zum Tor gehen. Komm dann nach. Versuche abzuschätzen, dann, wann er mit dem Gespräch fertig ist, um nur so eine Sekunde da zu stehen und dass wir dann direkt weiter können. So, dass er sagt, so Leute, ich habe rausgefunden, in dem Moment, wo ich komme, so, ich habe rausgefunden und dann laufen wir so an denen vorbei. Okay, also ihr zwei wollt dann zu den Wachen erstmal gehen und du willst hinten bleiben. Ja, ich gucke mich ein bisschen um, so was das so noch gibt. Da muss ja auch Ställe geben, wahrscheinlich draußen vor dem Tor. Gar nichts? Nicht? Nee, das ist die Außenmauer. Ja, okay, aber ich meine, wo hängen denn Pferde ab? Rennen die da auch in der Stadt rum, oder wie? Das ist die Außenmauer, es gibt noch eine Innenmauer. Ach so, okay. Das ist die Mauer, wo du erstmal das komplette Gebiet abgrenzt von der Hauptstadt. So. Okay. Ja. Also du stehst jetzt einfach am Waldesrand und guckst so ein bisschen... Oh, ich laufe langsamer Schlender, dreht so ein bisschen Steine durch die Gegend. Und ja, und ihr zwei geht dann zu den Wachen, oder wie? Okay, ja. Die Wachen, als ihr näher kommt, schreiben sie, halt, wer seid ihr? Reisende. Kann bitte einer von euch reden? Verzeihung. Alter Verschönheit. Aber ich habe einen wundervollen Bart. Und ich bin komplett zerstellt. Stimmt, ja. Du bist ja voll hässlich. Ich muss mich mal anders setzen. Also, na gut, dann Krautgesicht, lass mal lieber hier den Alten reden. Ist in Ordnung. Okay. Mein Name ist Ludwig der Erste von und zu Stormblade. Ich komme von weit her. Von wo? Aber eine lange Reise aus den Elfengebieten, der Elfenhauptstadt. Ich war lange Reisender, um die Natur zu erforschen. Schon sehr, sehr lange, 900 Jahre. Und was hast du dann erforscht, Tolles, und was hast du rausgefunden? Oh, nichts Bestimmtes. Wie Sie wissen, ich bin schon sehr alt. Ich habe die alten Kriege miterlebt, die ganz alten Kriege. Oder da will man immer ein bisschen auf der Hut bleiben. Er stupst seinen Kameraden so in die Seite mit seinem Ellenbogen und sagt so, ja, das Gesicht vom anderen sieht auch aus, als ob es den alten Krieg erlebt hätte. Und deutet halt dann auf den Rainer. Oh Mann. Eigentlich müsste ich ja auch in Charakter jetzt lachen. Aber das wäre fies, weil ich schon so viel erlebt habe. Ja, aber verstehen Sie, was ich meine? Und ich würde gerne meine Forschungen fortsetzen in der Hauptstadt. Dort gibt es eine Magiergilde. Und mein tapferer Recke hier hat mich die ganze Zeit begleitet. Und der Typ da hinten, der sich noch umguckt. Ich winke mal von hinten. So. Was ist das denn für ein Typ da hinten? Ja, der ist ganz sonderbar. Er ist nicht der hellste, aber ein guter Typ. Hat uns viel begleitet, hat uns viel geholfen. Gute Idee. Ja, für ihn würde ich bürgen. Okay, für ihn da hinten würdest du bürgen. Und was ist hier mit Kartoffelgesicht? Mit Tony Montana. Ich hätte Zackfresse erwartet. Nein. Ja, für den bürge ich auch, sehr voll klar. Guckt ihr euch an. Ja, genau, deswegen fragen wir. Krieger. Ja. Was hat er für Kriege gemacht? Den Krieg gegen die Akne verloren, oder was? Ich muss nur kurz sagen, sie sind sehr, sehr unhöflich. Rainer, ja, du wirst ein wenig aggressiv. Hey, das ist klar, die. Hallo, die. Ist jetzt darauf hinausläuft. Die mischen dich hier gerade, also die ziehen wirklich hart über dich her. Ja. Klar, ich lebe mein ganzes Leben mit solchen Beleidigungen. Klar, ich war schon immer hässlich wie die Nacht. Du bist Choleriker. Ich war schon ziemlich. Bin ich Choleriker? Du schreist doch jetzt schon. Choleriker. Was bin ich, Choleriker? Nein, aber du bist. Was ist meine Mutter? Mein Bruder ist tot. Ja, und trotzdem genauso hässlich wie du. Ja! Jetzt beruhigen wir uns mal alle hier wieder.
Er ist ein cooler Typ. Wir waren lange auf Reisen, ist viel passiert. Ja, okay. Wir wollen einfach nur die Hauptstadt, uns erstmal ausruhen. Also wenn er nicht unsere hübschen Mädels verschreckt, dann darf er rein. Vielleicht. Der hat nichts mit Mädels am Hut. Möchtest du eine Tüte haben für dein Gesicht? Jetzt dann nimm doch mal in Ruhe. Danke. Okay. Ein Tütenfick. Er kennt's nicht. Ja, dann scheint alles in Ordnung zu sein, ihr dürft reingehen. In dem Moment komme ich ja natürlich von hinten so an und sag so: Alles gut? Guten Tag, werte Wachmänner. Der Wachmann sagt guten Tag. Ist das Tor schon offen? Das Tor ist immer noch offen, ja. Ja, dann gehe ich jetzt schon mal durch. Ja, okay. Er winkt euch halt durch. Ja, dann laufe ich natürlich. Vielen Dank, schönen Tag noch. Naja, gleichfalls. Nice! Weil Stage 1 leise. Leise. Was für Mistkerle. Das habe ich leise. Gehört. Ja, ihr seid damit im Innenhof der Hauptstadt. Also im Außenhof. Hinter der Außenmauer von der Hauptstadt. Wir haben es geschafft. Und ihr seht, also das, was jetzt halt bei euch ist, sind halt lauter wirklich, also dass ihr das euch halt vorstellt, was vor euch ist, es sind wirklich viele große Felder, also richtig große Felder, die halt, ihr seht, in der Mitte ist die Hauptstadt an sich selber und außenrum sind halt viele große Felder und an der Hauptstadt ist nochmal eine Mauer hochgezogen und dort sind dann auch davor die Pferdeställe vorgelagert. Also es sind nochmal Bauernhöfe um die Hauptstadt rumgelagert, die eingemauert sind. Nochmal zusätzlich. Das sind halt die Privatbauernhöfe vom König. Ja. Ja, gut, also rechts, links Bauernhöfe mehr oder minder und Felder. Sehen wir da ein paar Bauern in der Nähe auch so rumrennen, oder? Ja. Ihr seht also den Weg, den ihr halt lang geht, der schlängelt sich so ein bisschen da durch. Ist aber trotzdem relativ breit und dann sind halt dort die Bauern, die halt dort hier anpflanzen und alles mögliche. Es ist ja gerade Winter geworden, das heißt also, die sind gerade so ein bisschen damit beschäftigt, wirklich die letzten Reste, dadurch, dass es halt dieser schnelle Schneeeinbruch kam, dass die halt die letzten Reste so schnell wie möglich aus dem Feld rauspflücken, dass zum Beispiel, dass sie noch die Nahrungsmittel retten können, die halt noch gerade halt jetzt eingepflanzt waren, weil sie nicht mit dem Schnee gerechnet haben. Er hat das schon. Ja. Ja, ich würde einfach gerade zum Innentor laufen, also so den Weg zum Innentor. Ja, macht Sinn. Ab Richtung Zivilisation. Ich wollte übrigens nur mal so, bevor du das gleich irgendwie mir ankreidest, erwähnen, dass Bauern, finde ich, sind okay, ne? Also man könnte in meinem Background meinen, dass ich Bauern scheiße finde, aber nee, Bauern sind okay, weil Bauern nehmen an der Gesellschaft teil und tun was für sie, nämlich Essen besorgen. Wollte ich nur sagen. Ja, okay. So, falls es so rüberkommt, als wenn ich alle niederen Schichten und den Pöbel scheiße finde, Bauern gehören zum Beispiel nicht dazu. Du bist doch auch niedere Schicht, oder nicht? Hey! Also zumindest bist du hergekommen, meine ich. Schließt sie auf. Ja, okay. Passiert sowieso. Fast. Links nach rechts haben wir noch. Gegen den Strich. Alles gut. Na gut. Ja, dann, ihr lauft also dann zum Haupttor, oder wie? Das ist ungefähr so. Keine Ahnung. Er will keinen töten und wir sind uns einig. Wobei, ich würde mal gerne bei den Pferdeställen vorbeischauen. Also mich so erkundigen nach den ortsansässigen Preisen für Pferde. Welche Pferdestellen? Die direkt neben dem Haupttor? Also ihr könnt es euch irgendwie so vorstellen, da ist das Haupttor an der großen Mauer, die halt in die Stadt reinführt und da außenrum sind halt so vier Pferdeställe oder so, die jetzt für euch sichtbar sind, aber das geht halt noch weiter. Es ist halt wie so eine Kreis, die Mauer um die Festung umgebaut. Ja, solange das jetzt nicht die persönlichen Königspferde sind, die da zufällig drin wohnen, dann würde ich da mal gerne hingehen. Was? Und nachfragen. Ja, willst du das mit deinen Kollegen absprechen oder willst du einfach so gehen? Nö. Du gehst halt ich gehe halt weg und sage, ich gehe mal kurz was fragen. Okay, dann machen wir das. Was wollt ihr machen? Wollt ihr weiter in die Stadt gehen? Kurz warten. Ich wollte gerade sagen, wenn er sagt, er will kurz was fragen gehen, dann lasse ich den Blick nochmal über die Gehöfte schweifen und schaue mich ein bisschen um. Ja, auch wenn ich vermutlich nichts sehe. Ähnlich, guck mich halt, bleib dann stehen. Ihr seht, also ich beschreibe jetzt euch erstmal kurz, was ihr seht. Ihr seht halt wirklich diese Felder, ihr seht so einzelne kleine Bauernhütten, wo ihr aber erkennt, dass die Bauern drin leben. Also es sind halt wirklich so kleine Hütten, wie man es halt kennt, so vom Mittelalter wirklich, ja. Da sind die Pferdeställe auf jeden Fall. Und dann sind halt da außerhalb sind noch am Tor direkt sind noch so kleine Marktstände von, also wirklich ganz, ganz kleine Marktstände von Leuten, die es sich halt nicht leisten können, innen drin ihre Ware zu verkaufen.
Da findet ihr so wirklich so Krimskrams, irgendwelche Gewürze, irgendwelches Gemüse oder sowas. Ihr seht dort einen Laden, der halt so ein bisschen geschmiedete Sachen anbietet, so kleine Kupfer, so Kupferkessel und sowas. Eine Angel? Ja, eine Angel auch, denke ich. Also nicht der Schmied, sondern irgendwie also, so ein Holzding. Ich bin jetzt nicht der Klügste, aber ich habe ja quasi urbanes Wissen, nennen wir es mal so. Ja. Weiß ich, dass die Waren da vielleicht billiger sind als in der Stadt? So im Schnitt? Ja, könntest du wissen. Ja, das ist okay. Das weißt du. Und ja, halt solche Ständchen seht ihr da noch. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir da auch mal nachher vorbei. Dann gehst du jetzt erstmal zu den Gehöften und ja, du, es kommt ein ganz freundlicher Mensch auf dich zu, erstmal so ein Typ. Der ist Sepp. Nein. Oh, verdammt, der ist ja auch nicht Thema oder sowas. Der ist ja in der Königswache drin. Okay. Und auf jeden Fall kommt ein ganz netter Mensch auf dich zu mit so einer braunen Jacke hier, so einem Dreieckshut auf und kommt so auf dich zu und sagt, hey, werter Herr, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Oh Gott, der zieht mich ab. Hi! Der hat hier vorne in seiner Tasche hier, in der Brusttasche, hat er so ein schwarzes Schnupftuch. Okay. Ein edles. Mhm. Okay. Richtig. Ich würde gerne mein Schnupftuch rausholen, das ist auch sehr edel, aber da sind die Zähne drin. Leider. Guten Tag, der Herr. So, ich brauche Pferde. Also ich wollte mal fragen, was so Pferde kosten. Ich und meine Leute da hinten, wir müssen jetzt die Tage wieder los. Bevor du deinen Satz ausgesprochen hast, fängt er schon an. Wie viele Pferde brauchen denn denn? Ein Pferd, zwei Pferde, drei Pferde, vier Pferde? Oder vielleicht ein ganzes Rudel? Noch drei Pferde. Und er nimmt dich so direkt so in den Arm und sagt so, werter Herr, wir haben die beste Ware, gucken Sie sich ganz genau an. Wir haben hier ein Pferd, schwarz und weiß, eine Zuchtstute, das edelste vom Edlen. Möchten Sie die haben? Die reitet wie der Wind. Oder hier drüben haben wir unseren Tornado, nennen wir ihn auch. Er wirbelt alles durcheinander. Wir haben hier drüben die Gertrude, die ist super, super nett. Die ist wirklich für Reiseanfänger toll. Wir haben da drüben Gertlinde, die ist vom Gemüt her sehr ruhig und vor allen Dingen, was das Beste ist, sie ist sehr, sehr gut für Reitanfänger. Sie nimmt es dir nicht schlimm, wenn du jetzt hier auch sagst, okay, du reitest hier mal rum. Da drüben ist noch Apollo 13. Das war der Erste. Was ist mit den anderen 12 passiert? Und sehe ich, dass das alles Maultiere sind oder so? Es sind alles Pferde, wirklich. Okay. Aber sie sehen aus wie ein Herr, der weiß, was ein gutes Pferd ist. Und er führt dich ein bisschen tiefer in den Stall rein. Und dort hinten siehst du es. Das Pferd. Oh, kurz off-topic. Wir sind doch 2 Tage oder sowas in der Wildnis unterwegs gewesen. Wir sehen bestimmt leicht verwahrlost aus und stinken. Ich sowieso. Ich sehe immer verwahrlost aus. Hallo, ich bin Droide. Ja, aber der und du wo ist da das Problem? Der Typ will seine Pferde verkaufen. Der weiß nicht, was wir durchgemacht haben. Vielleicht denkt er sich alles. Die haben halt, ne? Meinst du, in dem Mittelalter war das nicht normal, dass man gestunken hat? Guck dich mal jetzt. Machst du jetzt so? Jetzt? Was? Nein, Sascha, es ist okay, sehr was hygienisch. Was für ein tolles Pferd sehe ich, was ich unbedingt haben muss? Nee, du siehst die Kuh. Nein, du siehst halt wirklich, du siehst einen Esel. Ich sehe einen Esel. Einen Esel mit 2 ganz großen Kisten links und rechts. Und er sagt zu dir, sie sehen aus wie ein Mann, der Ahnung hat von Reittieren. Das ist richtig, sag ich. Dieser Esel. Ich bin schon auf Pferden geritten. Soll ich mal die Geschichte? Ich erzähle jetzt mal die Geschichte von dem Esel. Dieser Esel hat im 400-jährigen Krieg hat er ein ganz berühmtes Squad durchs Land begleitet. Man sagt die magische... Ist das ein Elfenesel oder was? Man der sagt, hat so ein Labor. Der hat so Man sagt... Man sagt ihm magische Magie nach. Magische Magie. Aber dann lassen sie sich den Typen da draußen hören, der... Das ist auch so ein 400-jähriger Krieglappen. Ja, aber jetzt hören Sie doch mal zu. Dieser Esel, das ist ein einmaliges Angebot. Und der Esel guckt dich an. So, sein Gesicht ist so komplett schief. Sein eines Auge nur noch so. und er macht so. Ja! Finde ich das gut? Du findest das super. Ich hätte mich fragen sollen. Du denkst, das ist das Traumreittier. Wie heißt er denn?
Wie heißt der? Herbert? Hubert? Nein, warte, wie hieß? Franz. Nee, wie hieß nochmal das Reittier von Horst damals? Die Ziege, Boah. Die er gekauft hat. Oh, Alter, das ist schon ewig. Hat er nicht einen Widder gekauft? Ach doch, ein Widder. Kampfwidder. Rudi. Er heißt Rudi. Und solange er nicht Meteor heißt, ne? Rudi Völler. Wo war Meteor nochmal? Ein Album von Linkin Park. Pete Smith. Ach ja, mehr Meteor. Rudi. Aber was wollen sie denn für dieses stattliche Ross haben? Nee, Ross ist nur ein Pferd. Du weißt, ich weiß, aber vielleicht denkt er ja, ich glaube, das ist ein Pferd. Okay. Hat er es mir als Esel vorgestellt? Ja, er hat gesagt, es ist ein Esel. Okay. Was wollen sie für dieses Prachttier haben? Ah, mein Freund, sie sehen aus, als ob sie dadurch, dass sie so viel Geschmack haben und so elitär sich mit mir unterhalten haben. 50 Gold, dann gehört er ihnen. Kein Mensch von uns. Habe ich handeln. Ich hab Händler 1. Kann ich damit irgendwas anfangen in diesem Moment? Ja, du kannst versuchen, auf Handeln zu gehen. Das ist eine schlechte Idee. Das lassen wir lieber. Du könntest auch versuchen, jetzt erstmal mit mir darüber zu sprechen. Ja, ich hätte auch nicht gewürfelt. Okay. Wir sind ja jetzt schon, also per Du sind wir sowieso, weil es Mittelalter ist. Ich fasse ihn mal wieder mit meiner Hand so auf die Schulter und sag: guter Mann. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass sie mir so einen super Preis hier machen. Ein einmaliges Angebot. Wir sind gerade frisch in die Hauptstadt gekommen. Und wenn sie mir den großen Gefallen tun und noch 3 Tage dieses Pferd nicht weggeben. Das ist ein Esel. Diesen Esel, dieses Maultier. Nicht weggeben. Dann werde ich den Teufel tun und die Kohle zusammenkratzen. Also, ich werde die Kohle halt zusammen besorgen. Das ist mal gerade was Negatives. Ja. Den Teufel nicht tun und die Kohle zusammenkratzen. Und dann kaufen wir uns die Pferde. Wir müssen in 3 Tagen nämlich wieder los. Wir sind auf wichtiger Mission. Ich habe Lügen übrigens. Und, ist okay. Dann kaufen wir nicht nur Rudi, wir kaufen auch Gerlinde, weil wir müssen wissen, der Rainer, da einer von uns, der hat es nicht so mit Pferden, deswegen gehen Gerlinde so, wissen Sie, wegen Anfänger und so. Und, das ist eine gute Idee, sehr gute Idee. Ich lass doch mal meinen Blick kurz so über die Pferde schweifen, sehe ich ein passendes Pferd für Ludwig? Fucking Esel aus seiner Zeit! Das ist mein Esel! Leicht aus. Das ist das scheiß Viehkaliber, das aus meiner Zeit sein. 400-jähriger Krieg und Squad. Es gab nur ein Squad damals. 4 Leute haben gegen die ganze Dunkelheit gekämpft. Ja, 4 Leute und ein Esel. Nein. Du siehst ein weißes, hochgewachsenes Ross. So wirklich komplett weiß. So wie das Pferd von Gandalf. Das Bart. Es hat noch einen Bart, das ist eine super Idee. Da hinten ist es komplett kahl rasiert, das hat keine Mähne, sondern einfach hier vorne so ein Bart. Wow. Und ich zeig so auf das Pferd und sag: und den da. Und ich, passen Sie auf, ich gebe Ihnen 55 Gold, wenn Sie das hinbekommen, dass der Esel 3 Tage stehen bleibt. Für die anderen kann ich nicht garantieren, das müssen meine Kollegen kaufen. Aber 3 Tage, ich gebe ihm 55. Ich gebe ihm 60 Gold. Sag ich. Er fasst Gold mit Zaumzeug. Er fasst dir jetzt auch an die Schulter. Also ihr fasst euch jetzt hier so gegenseitig so an den Schultern. Also guckt euch in die Augen und sagt so: werter Freund, ich sehe schon, wenn ich einem ehrlichen Menschen entgegentrete. Hör mir zu, ich mache dir ein Angebot, das du eigentlich nicht ablehnen solltest. Und zwar, wenn du mir versprichst, dass du eins von den beiden Pferden für deine Kollegen mitnimmst, dann gebe ich dir jetzt den Esel mit. Und du kommst dann in den 3 Tagen wieder, weil man weiß ja, als geübter Kaufmann wie ich sehe das ja sofort, du bist Händler. Du handelst mit Artefakten. Du siehst aus wie ein Artefaktjäger. Der absolute Händler. Du siehst aus wie ein Artefaktjäger. Und ich könnte wetten, dass du hier gut Geld machen kannst in der Stadt, weil Artefakte wollen die Leute. Ich gebe dir den Esel mit, wenn du in 3 Tagen kommst und den Ding abholst. Einen von den 2 Pferden hier abholst. Hand drauf. Und er spuckt sie in die Hand. Hält dir die Hand hin. Ich wollte es eigentlich sagen, ich muss es erst mit meinen Leuten draußen besprechen. Ist dein Geld. Er hält dir die Hand hin. Ich schlag ein. Das okay. Würde uns ins Verderben bringen, aber ich schlag ein. Pass auf, Junge, wir haben sowieso schon kein Geld. Pass auf, ist in der Stadt, keine Ahnung, wie teuer. Das ist kein Problem. Pass auf, Rainer, pass auf.
Wir müssen einfach nur in zwei Tagen hier weg. Du bist nicht da. Ja, 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 das ist also er sagt so, komm, und weil du es bist, mein Freund, darf ich, wie heißt du denn überhaupt, werter Herr? Simon. Weil du es bist, Simon, mein alter Kumpel, und weil ich wirklich Vertrauen in dich reinsetze, kriegst du hier von mir noch eine Zügel dazu. Und er legt dir noch eine Zügel. Bau auf die Kralle. Aber wenn du heute noch bestellen, dann kriegst du. Ich glaube an dich, hey. Dieses Pferd hier, ich schwör's dir, das ist das beste Pferd für deine Kollegen. Ich kann das, aber das mit dem Bart. Wenn das, es ist bei jedem Zucker. Bartträger. Ja, Zucker. Der reinste Zucker. Und weißt du was? Jetzt, weil das kaufe ich selber, wenn meine Kollegen nicht wollen. Ja, genau so sieht's aus. Das ist eine sehr gute Sache. Und weißt du was? Einfach zum Besiegeln hier. Er nimmt jetzt. Er geht kurz. Er geht auf die Seite und holt sich da halt. Damals gab es Verträge, aber. Spuckvertrag war schon wichtig. Und geht halt dorthin an so ein Regal, holt dann so ein Fläschchen raus und stellt zwei so Becherchen auf den Tisch und gießt da kurz einen Schluck ein und gibt dir eins in die Hand und sagt auf die guten Geschäfte und stößt mit dir an. Prost. Und Prost. Ich will, dass es so richtig schön klatscht dabei. Ja, es klatscht bam. Richtig schön dabei. Und runter. Und zack, okay. Hat er mir seinen Namen eigentlich gesagt? Simon. Dann frage ich sie noch, Werter Herr, wie ist Ihr Name? Also so einen guten Geschäftsmann wie Sie, den muss ich mit Namen in Erinnerung behalten. Okay. Schreiben. Der wird uns doch ficken, deswegen brauche ich seinen Namen. Man nennt mich Daretti. Daretti Monster. Was? Daretti. Daretti? Am Ende gehört es dem Gang, der stand da bloß zufällig. Das ist der König, pass mal auf. Ich glaube gerade. Der Stallbursche. Wir kaufen die Pferde vom König. Mit Doppel-T? Ja. Okay. Y oder IE? Y. I. I? Daretti. Ah, das sind ja die größten Schweine mit I. D-A-R-E-T-T-I. Den nennt dich auch immer Lumi. Oh, dann sage ich. Vielen Dank, wir sehen uns in 3 Tagen. Ich muss jetzt meinen Leuten von dieser super Nachricht, super Deal erzählen, sodass die wissen, was Tolles auf sie in 3 Tagen wartet. Vergiss deinen Esel nicht. Und er nimmt den Esel halt so ein bisschen an die Zügel und ja, lauf rein. lauf weg. Okay, dann läufst du also jetzt mit dem Esel raus. Lauf zu meinem Leuten. Gleich am Tor schon. Hier, Steuerführer. Der Diebesgut mit drin oder so in den Taschen. Darf ich noch mal in die Taschen reingucken? Jetzt läufst du erstmal zu den anderen. Ja. Guck vorher noch in die Taschen rein. Ja, bring ich da Drogen rein oder so. Also ihr seht, wie er mit dem Esel aus dem Ding rauskommt. Was ist das für ein Vieh? Junge, ich hab den Deal unseres Lebens abgeschlossen. Den Deal unseres... Jetzt ist die Frage, wie doof bin ich? Ich möchte mal ganz kurz fragen, kenne ich den scheiß Esel wirklich oder wurde verarscht? Jetzt warte erstmal. Okay. Aber ein Cliffhanger, ich glaube folgerecht. Ja, richtig, machen wir ja auch gleich. Also, bevor Loom den anderen hier erzählen kann, was für einen tollen Deal er abgeschlossen hat, machen wir hier einen Cut. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Es war mal wieder eine sehr lustige Folge. Guckt auch bei den anderen auf dem Kanal vorbei und dann hätte ich gesagt, haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao. Tschüssi. Tschüss. Ciao.